Mit Hausmannskost und Bier will Silvia in der Fischerstube die männliche Konkurrenz einwickeln. Mit der gelebten Bierkultur und dem passenden Essen werde ich die Jungs heute in meine Tasche stecken. Oder zumindest mit selbstgebrautem abfüllen. Läuft bei euch. Das Ingwerbier war echt super. Doch in der Küche braut sich was zusammen. Rösti, Convenience. Das geht gar nicht. Ist hier Hopfen und Malz verloren? Sehr, sehr scharf. Alle haben gesagt, wow, wie kannst du das essen? Grüezi am Rhein zu Tag 3 der Basler Lokalschlacht. Vorgestern machte Roger in der Nomad Eatery die Konkurrenz scharf auf internationale Kreativküche. An Tag 2 wappnete sich Alexandres Safranzunft mit saisonalen Gerichten gegen Kritik. Im Parterre One serviert Thierry morgen einen Cocktail aus frischen und regionalen Produkten. Frédéric zelebriert die gehobene Küche am Finaltag im Kaspars. Mit zünftigen 3 Punkten Vorsprung führt Alex die Basler Runde an. Doch bis zum Finale fließt hier noch viel Wasser den Rhein hinunter. Rechts des Stroms liegt der Stadtteil Klein-Basel. Dort führt die Besitzerin dieser extravaganten Ohrringe ein echtes Traditionslokal. Mein Name ist Silvia Muri. Ich bin bald 56 Jahre alt und bin hier Wirtin in der Fischerstube im Klein-Basel. Seit 1974 ist die Fischerstube eine Institution. Doch der Name täuscht. Berühmt ist das Lokal nicht für Fischgerichte, sondern für sein selbstgebrautes Urli-Bier. Das Restaurant hat den Namen von den Fischern, die früher hier eingekehrt sind. Und wir sind ja fast am Rhein hier. Und deswegen war es naheliegend, den Namen so zu belassen. Hier im kulinarischen Teil sind wir jetzt bei den begehrtesten Plätzen, weil man von hier direkt in das Sudhaus sehen kann. Knapp 1000 verschiedene Biere gibt's in der Schweiz. Und welche Rolle spielt der Gerstensaft hier? Im Vordergrund steht ganz bestimmt das hauseigene Bier. Und da sind wir auch verpflichtet dazu, dass wir das hier natürlich ausschenken. Wir dürfen auch kein fremdes Bier hier haben. Und das Bier heißt Urli-Bier, ist nach einer Kleinbasler Kultfigur benannt. Der Urli ist eine Art Hofnarr und vor allem zur Basler Fastnacht präsent. Aber jetzt zeig uns doch mal die Brauerei. Und der Jürgen ist da. Hallo. Jürgen ist unser Braumeister, ist schon seit vielen Jahren da. Und was machst du gerade so? Also hier sind wir jetzt im Sudhaus. Das ist Herzstück von jeder Brauerei. Man sieht hier, 2 Gefäße haben wir hier, eine Hopfenpfanne, ein Läuterbottich. Und hier wird im Prinzip der Biercharakter von dem Bier festgelegt. Aha, deswegen spricht man von Braukunst. Und welche Art Bier stellt ihr her? In unserer Brauerei werden in erster Linie 4 Sorten gebraut. Das ist einmal das normale helle Lagerbier. Es gibt ein helles Spezial, das würde ich sagen, entspricht in Deutschland wahrscheinlich einem Pils. Es gibt ein dunkles Bier, das nennt sich Rohbur. Und es gibt ein Weizenbier. Und die Brauerei war damals die erste Brauerei, die überhaupt ein Weizenbier direkt vom Zapfhahn angeboten hat in der Schweiz. Ah, es gibt doch kaum was Schöneres als ein kühles Blondes vom Fass. Ja, zum Wohl. Ist noch richtig schön trüb und ja, zum Wohl. Oder Pröschli, wie der Schweizer auch sagt. Wer dem Alkohol zuspricht, braucht ja eine gute Grundlage. Was kriegt man denn so bei euch auf den Teller? Um das Bier herum haben wir auch unsere Küche ein wenig aufgebaut. Wir haben auch ganz klassische Gerichte, wie ein Wiener Schnitzel oder so. Die Gäste lieben bei uns zum Beispiel die Schweinsbackli. Mit hausgemachten Spätzle. Und wer bereitet die so lecker zu? Hallo Lars. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Das ist Lars, einer unserer Köche. Und er wird euch jetzt was Feines zubereiten. Ja, und zwar heute gibt es Schweinskopfbäckli in Dunkelbiersoße und dazu hausgemachte Spätzle.
Die Schweinebäckchen sind eine regionale Spezialität und bei den Gästen der Fischerstube sehr beliebt. Als erstes nehmen wir die Schweinskopfbäckli. Die sind, wie der Name schon sagt, vom Schwein, direkt vom Kopf und sitzen unterhalb des Kiefers und sind ein recht fettfreies Fleisch, aber dafür recht zäh, weil es halt mehr vom Muskel kommt und muss dadurch meistens lang gegart werden. Und die tun wir jetzt würzen. Das ist mit Pfeffer, Salz und Paprika. Werden die recht stark gewürzt, damit sie auch Geschmack annehmen. Yippie-yay, Schweinebacke. Woher kommt denn das Fleisch? Das Fleisch wird von einem Metzger aus der Region, beziehen wir das, und ist auch meistens Schweizer Produktion. Also das Fleisch kommt meistens aus der Schweiz auch. Ja, die Eidgenossen bleiben halt gerne unter sich. Hilfst du eigentlich auch manchmal beim Schnibbeln, Silvia? Ich stehe schon in der Küche. Es kommt auch ab und zu mal vor, dass ich vielleicht mal einspringen muss, auch wenn es dann vielleicht nur zum Geschirrspülen ist. Aber ich bin auch dann immer da, wenn Not an der Frau ist oder am Mann. Die Schweinebäckchen dürfen kurz ruhen. Für die Soßenbasis stellt Lars ein klassisches Röstgemüse her. Dafür brät er Zwiebeln und Karotten mit Tomatenmark kräftig an. Wenn das jetzt eine lange Zeit angeschwitzt ist, kommt das Dunkelbier hinzu, weil es ja auch eine Dunkelbiersoße ist. Dann rein damit. Also abgelöscht sozusagen damit. Bierchen zischen mal anders. Das duftet ja schon. Wie geht's weiter? Als nächstes kommt dann die Gemüsebouillon hinzu. Die kochen wir auch jeden Tag, damit man auch genug Soße dann hat, weil auch nur das Bier wäre zu herb. Deswegen braucht man auch noch eine andere Flüssigkeit, dass das einfach das ausgleicht. Verstehe. Ist die Soße damit fertig oder fehlt noch was? Und dann kommen noch Kräuter hinzu. Das ist einfach gehackte Petersilie, Rosmarin und Thymian. Das kommt natürlich zum Schluss hinzu, weil vorher wird es anbrennen. Das schmeißt man erst zum Schluss in die Soße. Außerdem macht zu langes Kochen die Kräuter unansehnlich grau. So, und jetzt wird das Ganze abgedeckt und kommt dann bei 175 Grad ungefähr anderthalb Stunden in den Ofen. Während die Schweinsbäckli in der Dunkelbiersoße friedlich vor sich hinschmoren, wendet Lars beim Spätzle-Teig rohe Gewalt an. Hau rein. Und da ich ihn jetzt schon schlagen durfte, darf Silvia sie jetzt durchdrücken. Teamwork hier. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so elegant kann. Und unsere Köchin? Das machst du sehr gut, Silvia. Ein Lob für die Chefin. Sind eure Gerichte eigentlich alle so klassisch? Gäste schätzen bei uns, wenn sie in die Karte sehen, die Abwechslung, die wir bieten, dass wir eben Gerichte mit Bier anbieten. Exotisches wie unser Shah Jahani Chicken Curry, aber auch die Klassiker. Und manchmal, die Karte ist zwar nur klein, aber manchmal fällt es den Gästen trotzdem recht schwer, sich für eins zu entscheiden. Ich habe ja schon gewählt. So, unsere Schweinsbäckli mit hausgemachten Knöpfle. Das Gericht kostet bei uns 28 Franken und das sind in Euro etwa 26. A gute. Danke. Ohrring frei für den Kampf ums beste Essen der Stadt. Ob Silvia die Basler Gastro-Kollegen mit ihrem Bierkonzept einlullen kann? Mit der gelebten Bierkultur und dem passenden Essen werde ich die Jungs heute in meine Tasche stecken. Yes. Mal sehen, ob sich die Konkurrenz so leicht klein machen lässt. Euer erster Eindruck von Silvias Reich? Kommen die in die Fischerstube, die sieht wirklich gemütlich aus. Schönes Lokal, heimlich. Viel Holz, schöne Tische. Ja, rustikal, ja. Einladend. Noch ahnen Alex und Thierry nicht, wie kuschelig es erst in der Küche ist. Ja, hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Lars. Lars, ciao, hallo, Alex. Hallo, Thierry. Freut mich sehr. Hallo. So. Ja, das ist sehr kompakte Küche. Ja, klein, gemütlich, kuschelig. Da findet aber man hat Platz für alles. Ja klar, also wir haben genug Platz. Wie seid ihr denn da in der Küche? Also an einem Abend sind wir vier Leute maximal. Und ja, am Mittag vielleicht auch nochmal zwei oder drei zum Vorbereiten. Das reicht ja. Gibt's was zu tun, ne? Ja klar, immer doch. Wie viel Essen schickt ihr dann etwa? An einem guten Abend, sage ich mal, so um die 80, okay. 80 Essen. Ja, wow. Ja.
Für Roger und Friedi geht's abwärts ins Heiligtum der Fischerstube. Hallo. 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 Dave. Mit Roger. Patrick. Frederik. Patrick, freu mich. Freu mich auch. Bist du der Braumeister? Der Brauer. Der Brauer. Genau. Und was machst du gerade da? Also wir sind hier im Lagerkeller. Wir lagern hier das Bier und ich mache hier die Qualitätskontrolle. Ja. Schaue ein bisschen, dass hier der Druck vom Tank stimmt, die Temperatur. Dass wir hier auch die perfekte Lagerung haben, damit auch das Bier schlussendlich die Qualität hat, die wir wollen. Das eigene Bier ist ein Markenzeichen auch für das Restaurant, also die Fischerstube. Sich auch eine Marke und sie verkaufen sich auch mit dem Bier. Weißt du ungefähr, wie viel braucht ihr im Jahr? Also wie viel? Also der Gesamtausstoß der Brauerei liegt so gegen die 5000 Hektoliter. Und während drei Tagen Fasnacht? Ja, das ist nach einer Hochzeit, da geht dann recht viel raus. Also da müssen wir mal schauen, was sie vorproduzieren. Nach der Fasnacht ist hier der halbe Keller leer. Und darum sind wir jetzt auch schon dran, hier natürlich auf Hochtouren zu produzieren. Weil da geht dann schon pro Tag so ein Tank geht mal schnell raus, was vorher nur in einer Woche rausgeht. Also die halben Tank leer, dafür die halbe Basler voll. Etwa so. Als Basler kennt man natürlich die Fischerstube und weiß. Also für dich ist das eine Institution. Genau. Ich bin überzeugt, du hast ja auch ein paar Mal getrunken. Ja, genau. Ein paar Mal, ja. Also ich bin ein Ausländer hier. Dürfen wir mal probieren? Selbstverständlich. Da hast du eine gute Idee. Da hast du eine gute Idee. Roger, ich liebe dich. Abfass. Ob Friedi fürs frisch gezapfte Urli-Bier genauso überschäumende Gefühle hebt? Das ist für deinen Schnauz. Ich habe aber keine Glas Milch bestellt. Etwa alles nur Schaumschlägerei? Abwarten. Ah, jetzt kommt es. Nein. Also dann, Santé, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Roger, zum Wohl. Das nennt man also Qualitätskontrolle. Alles klar. Na, hoffentlich schaut keiner zu tief ins Glas. Der Abend ist noch lang. Weitaus nüchterner ist die Stimmung in der Küche. Ja, wir haben recht traditionelle, sag ich mal, gut bürgerliche, aber auch etwas pakistanischen Einfluss von unseren Chefs. Die Eltern sind pakistanischer Herkunft. Und ja, das sind so. Und natürlich sehr viel mit dem eigengebrauten Bier. Kann ich dann mal so was Pakistanisches sehen? Ja, klar, selbstverständlich. Den Linsensalat haben wir natürlich hier parat. Der Linsensalat, ein Mitbringsel von Sevias pakistanischstämmigen Geschäftspartnern. Wie hast du den gemacht? Also die Linsen werden sozusagen gekocht und während sie gekocht werden, kommt natürlich die ganze Würze. Also Curry kommt mit rein, etwas Chili, Kardamom, spezielle, sag ich auch mal, Gewürze, die mehr so orientalisch angehaucht sind. Kümmel ist noch mit drin, ganz wenig. Und zum Schluss natürlich noch etwas Salz und Olivenöl, wenn es gekocht ist. Dann. Und die Säure, es hat noch eine gewisse Säure? Das ist Essig, ganz normaler Essig, der am Ende mit dran kommt. Ziemlich scharf, aber sehr, also im Hintergrund ist nicht am Anfang scharf, sondern erst dann nachher, finde ich sehr lecker. Und was ich auch sehr mag bei diesem Linsengericht, dass die Linsen noch wirklich Biss haben. Genau, die haben noch Biss. Ja, ja, das soll auch so sein. Also verkocht. Es ist irgendwie dann ist ein Mousse, Also erwartet habe ich das überhaupt nicht. Ich war sehr überrascht, dass da so was Exotisches reinkommt. Ich finde es aber sehr cool und ich freue mich sehr darüber, dass da diese Vielfalt auch vorhanden ist. Frisch ausgenüchtert erkunden Friedi und Roger den Rest der Katakomben. Ah, hier hat es ein Schild. Der Antonico-Keller ist der älteste Gewölbekeller im Kleinbasel aus dem Jahr 1462. Aha, okay. Dann gehen wir gerade da anschauen, oder? Ja. Ein über 500 Jahre altes Gewölbe. An diesem geschichtsträchtigen Ort wird scheinbar gern gefeiert. Und ich muss sagen, dieses sieht gut aus. Also ich würde mir jetzt gern so eine kleine Party vorstellen, in diesen Keller, oder? Mit Kerzen. Mit Kerzen, Musik. So kalten Platten, genügend Bier.
Ah, na, guck mal. Ey, alle, Rote, Sorte. Von der Feierlaune ihrer Mitstreiter ahnen Alex und Thierry nichts. Lagerbesuch statt Gelage. Rogagnosch-Paste. Ja, das ist Rogagnosch, ja. Aber ehrlich gesagt, im Normal war es frisch. Und hier ist eine Dose. Verstecken sich da etwa noch mehr Convenience-Produkte? Alex und Thierrys Spürsinn ist geweckt. Nicht im Ernst. Ingwerpulver. Was ist daran so schlimm? Ingwer ist was so Cooles und es gibt so viele verschiedene Arten von Ingwer. Ist auch im Moment wahnsinnig am Kommen, ist auch ein Trend. Da verstehe ich einfach nicht, dass man ein Puder braucht. Es ist getrocknet, frostgetrocknet, gemahlen, abgepackt. Der ist schon, wenn er abgefüllt ist, ist er alt. Ja, da haben wir die Kühlzellen. Langsam auftauen. Gut, was haben wir da? Lass uns mal reinschauen. Auf Alex und Thierry wartet eine eher uncoole Überraschung. Grüß dich. Convenience. In der Heimat des Rösti wohl so etwas wie Hochverrat. Das ist für mich persönlich was, das geht gar nicht. Ich würde gerne frische Kartoffeln sehen. Ja, ich bin gespannt. Die Küche ist klein. Wenn hier was läuft, ich glaube, dann haben die zu tun. Ich habe noch was. Ja? Ich freue mich aufs Bier. Ja, Ueli Bier, ja, das haben wir uns jetzt verdient. Und immerhin ist das selbst gemacht. Ob auch das Essen trotz der Fertigprodukte überzeugen kann? Quereinsteigerin Silvia hat ganz andere Bedenken. Also ich muss ehrlich sagen, gestehen, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass mir eine Ausbildung in der Küche jetzt mich den Kerls ebenbürtiger stellen würde. Vielleicht macht ja Silvias süffiges Ingwerbier Eindruck auf die Herren. Ich wollte euch gerne fragen, ob ihr es probieren möchtet. Unbedingt. Sehr gerne. Unbedingt. Friedi hat schon Schaum vorm Mund. Na dann, Pröstli. Und Ex. Das Ingwerbier war echt super. Ende waschen? Nee, ich hab drauf pinkelt. Oh Mann, ihr macht mich fertig. Schnell das Thema wechseln, schließlich sind wir nicht nur zum Trinken hier. Ich werde gern die Gnocchi Parisienne bestellen, ja. Zum Anfangen. Ich denke, eine halbe Portion ist genug. Ist das sonst möglich? Ja, gerne. Dann Kutteln. Super. Das nehme ich gern. Und nach dem Ganzen, da muss sie ein Huli Bierbrand Glacé nehmen. Jawohl. Glacé ist der schweizerdeutsche Begriff für Eiscreme. Bon, allez. Maintenant, on travaille. Sérieux? Bereit? Hein? Sarah, Roger, les enfants, ça va? On y va. À l'attaque. On y va oder auch Startschuss für die Vorspeisen. Silvia setzt auf ihr Team. Im Moment geht's mir eigentlich ganz gut. Ich kann ja nicht dafür viel zum guten Gelingen dazu tun. Jetzt sind meine Jungs gefragt und zu denen habe ich volles Vertrauen. Hallo Lars. Hallo, wieder da. Ich hab gehört, du brauchst Hilfe. Jawohl, und zwar machen wir jetzt die Gnocchis, die ihr bestellt habt. Ja. Damit ihr sie dann auch essen könnt. So haben wir hier schon den Gnocchi-Teig vorbereitet. Und dann wird die immer aus dem Spritzbecken? Ja. Okay. Weil er noch recht, es ist ja nur ein Brandteig, also wir machen Gnocchis nicht mit Kartoffeln, sondern nur aus Brandteig. Ach so. Und dann ist es einfacher, weil der Teig einfach sonst zu weich. Ja, klar. Ja, der Brandteig ist ein Teig, der eigentlich ganz einfach produziert wird mit Butter, Wasser, ein bisschen Salzen und Mehl. Das ist eine ganz wahrscheinlich der einfachste Teig, den es gibt. Darf man das auch noch Gnocchi nennen? Ohne Kartoffeln? Das darf man Gnocchi nennen. Ich habe extra nachgeschaut, nämlich noch. Weil es einfach diesen Locken, weil die Form ist ja gegeben. Also die Gnocchi wird ja eigentlich auch Gnocchi genannt, weil das die Form hat von einem Nocken. Ich war in Norditalien und das ist ganz klar Gnocchi gleich Kartoffel. Kartoffel und ja. Da war ich echt erstaunt, dass das auch andere
Teige gibt, wo man Gnocchis draus machen kann. Sobald die Klößchen an der Wasseroberfläche schwimmen, sind sie fertig. Mit oder ohne Kartoffel. Hauptsache, die Beilage schmeckt. Oder? Die sind definitiv anders, als ich das erwartet habe, wenn ich ein Gnocchi bestelle. Aber sehr lecker. Cool. Kurze Frage. Ich habe die Rösti gesehen im Kühlschrank. Das hat mich ein wenig schockiert. Oder vielmehr eiskalt erwischt. Das ist für mich persönlich was, das geht gar nicht. Die Rösti, das ist doch so ein Schweizer Urgericht. Das stimmt. Muss man doch frisch machen. Muss man nicht, weil die Sache ist, das Produkt ist eigentlich ein sehr gutes Produkt. Mhm. Also selbst die Kartoffeln dann so hinzubekommen, oder man hat man gute oder schlechte Kartoffeln, und das Produkt ist eine ständige Qualität. Also man hat immer die konstante Qualität, und deswegen nutzen wir eigentlich das Produkt. Okay. Anstatt dass wir frische Kartoffeln machen. Die muss man einfach frisch machen. Das kann man nicht einkaufen. Das geht einfach nicht. Bis später. Super. Dankeschön. Bis später. Lars' Erklärung überzeugt Thierry nicht.